So, jetzt willkommen, liebe Kinder, zu einer weiteren Folge Gothic Uno. Jetzt habe ich wieder Kinder gesagt, ne? Es tut mir so leid. Ihr seid natürlich alles sehr reife, erwachsene, natürlich auch durchtrainierte, allwissende Menschen. So. Aber trotzdem werden wir jetzt, Alter, das ist laut, Blutfliegen verkloppen. Ich habe keine Pfeile mehr. Was echt doof ist. Ja, egal. Ich versuche die halt wieder einfach so. Oh, das ist im Wasser. Das ist doof. Das ist richtig scheiße. Kommt ran. Oh, eine einzelne. Oh. Zack. Zack. Ich mache euch alle fertig. Ah. Ah. Fuck. Ah, nein. Das ist so schade. Liebe Kinder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nein, okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Nee, ich will jetzt nicht zurück ins Lager, nur um mir Pfeile zu kaufen. Komm ran! Ja, ja, Wasserfliegen. Ihr seid cool. Na, kommt ihr? Jetzt drehen sie im Kreis. Hallo! Oh, jetzt reicht's mir. Komm her, Junge. Cool, die wehren sich nicht im Wasser. Coole Fliegen, coole Fliegen. Komm rum. Oh, die Mausempfindlichkeit ist too strong for me. Oh, komm runter da, Junge. Zack. Und weg. Hui. Da haben wir zwei umgeklatscht. So, kurz heilen mit Nachtschatten? Nee. Hier, Seraphis, bla, kack. Hau dir rein, die Scheiße! Ist auch übrigens gut für die Verdauung, empfehle ich jedem. Seraphis. Lecker, lecker. Sieht aus wie... Alter, das Vieh ist über mir! Dieses Spiel! Komm jetzt her! Zack! Zack! Kombinationsangriff! So, aber gibt doch gut EP. Also, dafür, dass ich die schon alleine relativ problemfrei, auch wenn es drei sind, ja, da ist es kritisch, machen kann. Ich meine, pro Pack sind das ja 210 EP. Ist schon nicht ohne, ne? Schon nicht ohne. So. Wo sind noch welche? Ich glaube, die Seite ist clear. Warte, hier noch? Ach, guck mal, da geht auch das Beet noch weiter. Kann ich hier noch mehr ernten? Sieht gut aus, oder? Oh, nee. Ach, hier komme ich der Barriere dann zu nah. Ja, aber da sind doch Pflanzen. Das sehe ich... Da hinten liegen doch Pflanzen! Sehe ich doch von hier! Hallo! Okay, das war einfach nur der Bait des Todes vom Entwickler. Ja, schön. Seraphis, gut für die Verdauung. Und stillt. Wie heißt das? Fuck, jetzt wollte ich was richtig Cooles sagen, so. Aber mir fällt das Wort nicht ein. Stillt. Stillt. Oh, es hat einen Kumpel von mir immer. Keine Ahnung, wie das heißt. Zack. Zack. Komm ran hier, Fliege. Oh. Ah, willst du tanzen, hä? Willst du tanzen? Komm, runter da. Zack! Weggeklatscht. Aber vor diesen Sumpfhainen muss ich mich echt in Acht nehmen, ey. Die sind übel. Üble Brocken. Aber ich glaube, jetzt habe ich alle im Umkreis. Reicht das? Oder muss ich echt alle im... Ich frage ihn einfach mal. Junge! Alle Blutfliegen weg! Und zieh dir mal was an! Alter, es war gerade voll laut, der Sound. So. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Und 50 weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Ja. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. War das eine Falls sexuelle er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Okay, cool. Dann haben wir die Quest fertig. Auf eigene Faust endlich mal eine Quest erledigt, wo man kloppen muss.
Ja, Leute. Der hier. Oh, was ist das? Achso, eine Blutfliege. Ich dachte irgendwas zum Ernten. Eine Blutfliege wächst aus dem Boden. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich meine, wir sind ja noch in Kapitel 1. Ich glaube, Kapitel 2 beginnt, wenn man sich einem Lager angeschlossen hat, oder? So, da hinten sind noch Kräuter. Ich sammle hier mal ein bisschen. Hier ist eine verlassene Hütte und Sumpfhaie. Die Sumpfhaie sind ja übel stark. Ich meine, so ein Templer hat man ja letzte Folge gesehen, hat irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 10 Schläge gebraucht. Also nicht ohne die Viecher. Guck mal, da hinten sind noch welche. Da gehe ich nochmal hin. Und hier ist auch generell voll viel noch zum Einsammeln. Sklavenbrot. Haben die eigentlich mehr gebracht an Leben als die Höllenpilze? Weiß gar nicht, welche besser waren. Naja. Guck mal, hier ist noch Sumpfkraut. Noch ein bisschen mehr ernten. Ach, muss ich hier jetzt auch noch eine Quest machen? War das noch nicht alles? Ist hier so die andere Hälfte der Ernte? Gucken wir mal gleich. Es sieht so aus. Ist halt so ein ähnliches Lager, ne? Drei Typen. Einer mit Namen. Balor. Ah, okay. Valoron schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Oh, der gibt mir das ohne Probleme. Dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Oh, gut, dass ich hier nochmal vorbeigekommen bin. Nee, wir sind ehrlich, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar, was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Alter, das Spiel ist so geil! Das Spiel ist so geil! Eier schaukeln. In welchem Computerspiel gibt es so eine Dialoge? Das ist hohe Kunst! Deswegen ist das Spiel auch so mega authentisch, weil es ein deutsches Spiel ist. Die Synchronsprecher 1A. Eier schaukeln! So, wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Ja. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Der Typ hat ein bisschen viel gekifft, Alter. Aber richtig viel gekifft. Schön gepieft hat der. So, was gibt's denn hier noch so? Nichts, ne? Naja, gut. So. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zu dem Krautstampfer-Guru. Aber das ist auch so ein Ding. Wie soll ich, wenn ich was erledigen soll, wieder zu dem hinkommen, wenn ich den nicht ansprechen darf? Weil woher soll er... Soll man dann den so mit Blicken so... Ich hab die Ware. Spasti. Du hast unsere Sammlung verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Okay, cool. So, jetzt die Ernte zu Korkalum bringen. Und hier geht's nicht weiter. So, hier, was macht der Typ, den ich verhauen habe? Ist er noch hier? Harlock, du alte Sau. Schön weiter stampfen. Ich will dich stampfen sehen. Diese Spielfreunde. Die beste Spielreihe, die es je gegeben hat. Ich werde Risen auch let's playen. Ich werde das auch let's playen. Glaubt mal. So, warte mal hier hoch. Achso, hier kann ich auch drumherum gehen. Ich glaube, das ging hier lang. Ich muss... So langsam habe ich das Lager, glaube ich, drauf. Aber es ist noch... Ah ja, hier sind wir. Gut. Der ist... dort. Ja, wenn du meinst. Oh, fuck. Voll in Sumpf. Voll in die... Voll in den Schmodder. So. Hier, ne? Genau, da. Das ist seine Hütte. Zack. Langsam habe ich es drauf, Leute. Dann geht das auch schneller hier. Oh, ihr beide? Ja, ja. Ich will unbedingt Templer werden. Das ist geil. Dann schön mit dem Schwert schlitzen. Aber auch Bogen, ist klar. Ist mir bewusst. Ist mir bewusst.
So. Ja, ja, cooler Typ. Krasser Harnisch. Korkalon. Moin. Was aber willst du? Das ist auch so witzig. Erst der Boss von den Typen, die ich nicht ansprechen darf, aber ihn darf ich ansprechen. So. Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Nee, nur einen. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Wow, du bist nett, du bist cool, cooler Anführer. Ja, genau, so verhält sich ein Anführer. Verzieh dich wieder, Alter. So, jetzt versuche ich mal mit Lester zu sprechen, während der Baal Namib nicht hinschaut. Da steht er. Der war hier irgendwo. Kann man hier runterspringen? Das wäre tödlich, glaube ich. Ja, das wäre tödlich. Ich erinnere euch an die Situation in der Mine, wo wir 2 Meter tief gefallen sind und tot waren. Ja, ja. Gefährlich, solche Stürze. Ich glaube, es kommt auf den Untergrund drauf an, wann der Charakter sich entscheidet, in die Waagerechte zu gehen. Keine Ahnung. So. Benutze die Leiter, Junge. Ich glaube kaum, dass ich daran was stöß ihn. An der Geschichte muss aber was dran sein. Das ist wirklich. Ja, das wäre hoch. Da wäre ich euch gestorben. Nicht nur einfach so gestorben. Da wäre ich ordentlich gestorben. So. Lester! Du alte Backe, du. Haben wir hier, Melvin, genau, ja. Hier, ihm soll ich doch meine Ernte geben, hier meine Ration. Nee, wem denn was? Ach ja, ich kann wieder, genau, erstmal neuer Tag. Ich kann wieder meine tägliche Portion Gras kann ich abholen. dieses Spiel. Und das war hier irgendwo, richtig? Nee, verdammt. Hä? Das war doch... Aha, eins noch weiter, oder? Ja, oder? Oder? Ja, genau. Gut. War ich fast richtig. Es wird. War doch klar, dass das Fortuno. Hier. Ja, so. Soll ich mal selber kiffen ein bisschen, Leute? Also ich meine, in-game. Kann ich mal machen nachher. Aber ich muss jetzt erstmal meine Ration, glaube ich, wieder an den Typen geben, damit ich irgendwas Tolles krieg, oder? Das war doch im Questlog noch, oder? Aufnahme Sumpflager. Ja. Joro möchte meine tägliche Ration Sumpfkraut haben, die ich von Fortuno bekomme. Das habe ich doch schon gemacht. Wird das da nicht abgehakt, oder soll ich das jetzt jeden Tag machen? Joro. Nö, habe ich schon gemacht. Alles klar. Dann wurde das dann nur nicht so vermerkt. Keine Ahnung. So, Lester. Der Baal Namib. Ich schätze mal, der Baal Namib verzieht sich von ihm, wenn es dunkel ist. Darf ich hier rein? Hey, du. Ja, anscheinend. Die richtige Entscheidung. Ah, jetzt redet er mit mir. Cool. So, dann hier irgendwie in der Hütte. Irgendwo eine Hütte, wo keiner ist. Ich möchte schlafen. Verdammt. Dass man hier aber auch keine eigene hat, ne? Nee, hier ist zu viel los. Vielleicht oben? Ah, hier, guck mal, da könnte ich rein. Hey, du! Oben jetzt der Templer. Kann durchs Dach gucken, ne? Bist cool. Und hier? Oh, da ist sogar einer drin. Gorim. Ah, der ruht sich aus. Oh, und hier darf ich anscheinend auch rein. Guck mal, hier sind auch nur Betten. Das ist vielleicht so eine Unterkunft. So. Mitternacht. Schauen wir mal. Hey, du! Oh, ich darf hier doch nicht raus rein. Hier! Ja. Die richtige Entscheidung. Alter, ist aber echt dunkel. Mann. So. Also, jetzt hoffen wir mal, dass der Baal Namib weg ist. Weil anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich den dann wegbekomme. Ja, aber nachts geht man ja schlafen. Und vielleicht ist der Lester ein Typ, der immer ein bisschen länger macht.
Also normalerweise geht man nachts schlafen, ich nicht. Verdammt. Zeig mir den Weg. Ah, genau, er zeigt mir den Weg sonst wohin. Oder auf dem Zum Weg. Zum Alchemielab. Folge mir. Ah, und dann ist er weg von Balnamib. Ich bin ein Boss. So, das dürfte schon reichen, glaube ich. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Balnamib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Easy. Nein, 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 nein. Ich hab's mir anders überlegt. Du weißt ja, wo... So. Cool. So läuft das. Dann gehen wir jetzt zurück. Und unterhalten uns nicht. Hey, ich versteh's nicht. Wie kann man so ein Spiel von null aus dem Boden stampfen? 2000. Wie viel damals schon? Ah, gut, dich wiederzutreffen. Hallo! Wie ist es dir ergangen? Lester, gut! Der Schläfer möge dich behüten. Verdammt. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Ja. Was hat er gesagt? Oha. Er sagte, geh in das Lager im Hol Sumpf mir einen und Döner. Schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Ja. Der Ui. Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ich darf nichts sagen. Versteht er? Das ist ein Tritt. Ein Trick. Nun. Okay. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Man darf nur nichts fragen. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Okay. Dann habe ich jetzt schon drei überzeugt. Oder? Der eine, der wollte ja einfach nichts. So, dann muss ich jetzt irgendwie den Zauber schlafen kriegen. Ja, mal schauen. Hey, du! Sorry. Die richtige Entscheidung. Ja, ja. Tschüss. Da sind auch welche drin. Die kiffen, habe ich noch gesehen. Ah, der sitzt auf dem Tisch. Joe, man sieht sich. Der hat auch ein bisschen zu viel gekifft. Oh ja. So, hier lang. Ich muss irgendwo pennen, Alter. Ich will jetzt hier nicht bei Nacht durch die Gegend eiern. Hier, da oben irgendwie schlafen. Oh, da ist auch einer drin. Verdammt. Dass man nirgendwo rein darf, Alter. Als wäre man so ein Stück Scheiße, was nur stinkt. Poor Anger. Hier, da war ich noch gar nicht. Oder? Hier war ich noch nicht. Wer bist du, edler Recke? Gornatod. Oh. Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Ah, von der letzten Folge. Alter, soll ich Streit anzetteln? Die Sumpffeier habe er noch nie leiden können. Hat er das gesagt? Nee, er hat nur gesagt... Nee, hat er nicht. Okay, er hatte... Der Koranga hat doch gesagt, das war der Schwatte. Mit dem Mega-Organ. So, was sind meine Möglichkeiten? Ich könnte ihm die Wahrheit sagen. Da würde wahrscheinlich nichts passieren. Ich könnte ihm sagen, Haie, bla, sind scheiße. Vielleicht will er die dann verkloppen. Und vielleicht stirbt er dabei. Oder ich könnte sagen, unwürdig, dann streiten die sich.
Ich mache mal das mit den Haien. Er sagte, die Sumpfhaie habe er noch nie leiden können. Was? Eine heilige Aufgabe erwartet mich. Wunsch meines Meisters ist mir befehlt. Ach, das ist der Chef von ihm. Kann ich da mal vorbei? Ja, aber ich dachte, du willst jetzt Haie plätten. Hä? Da. Oh. Mann, ist alles besetzt hier. Geh doch mal irgendwo anders pennen, Leute. Nur ausschlafen. Okay. Dann spreche ich den am besten, wenn ich geschlafen habe, nochmal an. Weil eventuell will der dann... Oder auch mit Koranga. Weil eventuell wollen die dann losziehen mit mir. Irgendwie so, weißt du? Und dann kloppen die alles down und ich krieg die EP. Versteht ihr, was ich meine? Da pennt einer im Bett. Ja. Ich brauche eine Hütte. Eine Hütte. Das ist aber auch echt doof. Im alten Lager hatte man wenigstens direkt irgendeine Unterkunft. Der stampft immer noch, Alter. Na, was läuft, Junge? Schön am Durchstampfen, die Brühe. So, hier rein. Jawohl. Hey, du. Oh, Alter. Der scheiß Templer da oben. Geh schlafen. Alter, ihr pennt aber auch alle nicht. Der sitzt ja wieder auf dem... Neben dem Hocker. Geil. Ich will schlafen. Oh. Ist da mein Bettchen? Ich speichere mal. Speichern. Zack. Das ist echt doof, Alter. Mann. Ich will doch einfach nur pennen. Die sind alle wach. Nach Mitternacht. Die knutschen und kiffen. Alter, ich könnte kotzen. Nee, ehrlich. Oh, alles belegt hier. Oder immer noch am, was weiß ich was, machen. Ei. So. Hier aber jetzt, komm. Und die Hütte ist frei. Verdammt. Hockt auch einer drin. Aber die hier. Oh nein, ich rutsch ab. Ja, die ist frei. Alter, ich stech irgendeine Novizen ab, ey. Hm. Hier, der Typ ist so jetzt Kraut stampfen. Alter Mann, Leute. Ich will schlafen. Ach, egal. Dann machen wir jetzt bei Nacht weiter, oder? Ey, was wollte ich denn... Was wollte ich denn überhaupt machen? Ach genau, Schlafzauber. Ja, der ist ja jetzt nicht da, weil der sonst wo ist. Weil der schlafen ist. Wie jeder normale Charakter. Alter, hier ist frei. Alter, hier ist frei. Hey. Schlafen! Zeit! Verzieh dich raus hier! Ja. Hi, na, tschüss. Ich hätte auch gerne die Fresse. Hier, der Typ hatte doch direkt gesagt, ich darf mitmachen, oder? Ah nee, genau. Für den, genau, soll ich den neuen, den Dusty aus dem alten Lager herholen. Genau. So, ich brauche Schlaf. Wie kriege ich den Zauber Schlaf? Beziehungsweise woher? Alter, der rennt hier durch die Gegend. Ich darf den nicht ansprechen. Ah, ich kiff erstmal einen hier. Zack. Alter, es gibt 10 Erfahrungen? Erfahrungen im Kiffen oder was? Wie kriege ich Schlafen? Also den Zauber. Hm. Von Kor Kalom. Das ist doch der Alchemist. Oder von da hinten, von der Ruine, wo alle beten. Da sind doch bestimmt auch Zauberer unterwegs. Ne? Dann gehe ich erstmal zu Kor Kalom. Kor Kalomi. Oh, ich kann ja auch mal hören, wie es so steht, wer für mich ist und wer nicht und bla. Kane? Wer ist das denn? Hi,
Ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Oh. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Ja, und der ist ganz schön arrogant, Alter. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanz. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Okay. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hm, alles klar, die Truhe. Aber dafür bin ich nicht hier. Ich bin eigentlich... Was willst Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Ja, okay. Wir sehen uns. Also ich habe Ich habe bisher zwei. Duo Baals Überzeugus. Ja, dann gehe ich mal da zu dem Platz. Irgendwie muss ich doch den Zauberschlaf hier kriegen, oder? Dafür muss ich doch nicht in ein anderes Lager. Vielleicht in der Truhe von Koa Kalom. Wo auch sein Rezept ist. Oder? Das könnte doch sein. Ich schau mal. So, jetzt erstmal hier. Hier war ich schon mal, ne? Aber ich hab den nicht angesprochen, oder? Hab ich den angesprochen? Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Lol. Lol. Was geht bei ihm? Der pennt! Der pennt! Wie habe ich das gemacht? Weil dann kann ich das bei einem Noviz machen. Traumrufer war das. Wo ist mein Kraut? Schwarzer Weiser? Ah, ich muss zu Fortuno. Ja, bleib liegen. Fortuno. Was war denn das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, ist es irgendein Kraut, was einen einpennen lässt? Steht da? Das muss ich hier kaufen. Aber woher hatte ich das eben? Verstehe ich nicht. Ich... Was will... Traumruf, zack. Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh nee, nicht 10. Gottes Willen. Ich will ihn doch nicht töten. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich mach immer aus Versehen... So. Ah nee, 20. Du bist verlassen. Das ist eben so. So. Ja. Enter. Ich dachte, das... Achso, tägliche Ration übrigens. Ne? Danke. Tschüss. So. Jetzt drehe ich das einem Novizen an. Und der Typ denkt, ich hätte den verzaubert. Oder? Das ist jetzt mein Plan A. Plan B wäre keine Ahnung. So, wer ist der Auserwählte? Du. Schade. Vielleicht ihn? Nee. Verdammt. Die haben alle... Wie sieht's aus? Kann mich nicht beklagen. Bist du neu hier? Ich bin vor kurzem angekommen. Scheiße. Das klappt nicht, wie ich es mir gedacht habe. Was ist eigentlich hier direkt drüber? Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Ah, genau, ihr zwei.
Da wollte ich nochmal... Hier, du. Du willst so Haie töten gehen. Was ist los mit dir? Doch nicht, okay. Und du? Koanga? Hm. Was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Cut. Ich versuche heraus, ich mache mir nochmal Gedanken darüber, wie ich an den Zauberschlaf komme. Wahrscheinlich muss ich in ein anderes Lager und mir das da irgendwo kaufen. Aber ich muss ja eh noch ins alte Lager, um den Dusty rüberzubringen, damit bei Tyrion, nee, irgendein anderer, mich dann auch, mir da zustimmt. So, von wegen Aufnahme. Also, das war eine weitere Runde Gothic und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.